Okay, jetzt habe ich eine Sprühdose und eine brennende Kerze. Nicht zu Hause nachmachen. Ich bin hoch ausgebildet. So was macht man noch nicht. Der Baum stirbt ab und die Umliegenden sind bereits tot. Warum? Weil der alles rauszieht. Der Sack. So, ich habe jetzt die Metallringe. Das heißt, ich muss... Hier spielen. Okay. Ja, so wird schon mal sinnvoller. Du drehst ihn. Schade. Okay, du drehst ihn. Du drehst ihn. Ups. Und dann drehst du dich. Richtig. Mist. Gut, dann habe ich jetzt die Brücke und kann ins Anwesen. Brücke und zum Seitentunnel. Und vom Seitentunnel aus komme ich dann ins Haus. There's the way out. Whitmarsh's mansion awaits. Genau. Und da bewegt sich der Kopf schon wieder. So, hier, Glasscheiben. Die kann ich natürlich so nehmen, ohne dass ich sprechen könnte. Die Form eines Rabenkopfes. Das heißt, ich finde noch einen Rabenkopf. Ups, zeige jetzt zurück. Lecker ist anders. Ja, ich könnte spüren, die hat sich bewegt. Ja, das muss ich. Ich drehe noch durch. Die hat sich doch bewegt. Und das war mein Bild. Okay. Eine brennende Kerze. Und eine Lupe. Ein Horn. Was brauche ich denn eigentlich? Eine Schlange brauche ich. Ja. Ein Tempel. Ah, die streichen wir zu. Für die brennende Kerze. Zack. Ich hab sie. Handabdruck habe ich nicht gelesen. Rabenkopf. Eine Augenklappe. Wo könnte hier eine Augenklappe sein? Ich habe keine Ahnung, wo der Tempel sein soll. Zack, Spinne. Ein Dolch. Eine Feder. Eine Hand. Und ein Käfer. Wunderbar. Ich habe einen Rahmenkopf, den ich gleich in die Rahmenkopfaussparung stecke. Hier irgendwie war. Zack, ein echter Totkopf. Das bringt mich weiter. Da läuft er wieder, der Whitmarsh, oder wie der hieß. Bam. Die Tür ist zu. He's gone. This is my chance to search the mansion unnoticed. Okay, von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen. Hier ist irgendwas. Hier ist nichts, da ist nichts. Von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen. Okay, das ist meine Chance. Ich kann jetzt das Anwesen durchsuchen, aber ich komme hier ja nicht raus. Was mache ich denn jetzt mit dem Totenkopf? Schlossteil. Spiegelscherbe. Von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen.
Das war blöd. Zum Kunststück. Zurück. Hast du jetzt gerade was getan? Außer zu gucken, verhehle ich irgendwas? Egal. Okay, das Grundstück. Einschmettern. Hab wieder nicht geguckt, wie viel das war. Was haben wir denn hier? Das Symbol ist unvollständig. Einige Felder fehlen. Ja, die muss ich bestimmt noch finden. Die Tür ist zu. Ein Schloss. Einige Stücke der Scheibe fehlen. Gut, das zu wissen. Aber ich kann hier auch nichts mitnehmen. Ne? Das ist genau rund ausgeschnitten. Okay. Hinter das Anwesen. Da war gerade ein Illusionsobjekt. Das ist nur die Tür vorne. Illusion. 29 von 30. Gut. Okay, dann gehe ich mal nach vorne. Ne, nach hinten. Da ist noch ein Schmetterling. 21 von 30, das heißt, ich finde noch. Ach, guck mal, das geht so weg, ja? Und sogar hier im Bild richtig weg. Es bewegt sich kein Millimeter an. Im Schloss fehlt der zweite Flügel. Hier haben wir ein Spiel. Zwei Statuetten fehlen. Ich bin etwas beruhigter. Sieht gut aus, das Spiel. Ob sich hinter dem Wasserfall etwas befindet, solange in dieser Stunde ist es gefährlich, dies zu überprüfen. Okay, dann prüfen wir das gleich. Nachdem ich hier... Ich kann das aktuell mit bloßen Händen nicht einsammeln oder einen Sturmschlag töten. Komm hier, Handschuh. Zack. Zack. Was haben wir hier? Wasser. Der Rab hat bloß gehalten, das hat die Form eines Tropfens. Das ist mir erstmal wurscht. Ich mach den Todbringer hier hin. Eine Statuette fehlt noch. Gut, die finde ich bestimmt im Keller, wenn ich mich jetzt hier reinschleiche. Mit diesen Flügeltüren. Oh, ein Wimmelbild nur. Ich dachte schon, da können wir der Eingang. Ich brauche vier Schädel. Eins, zwei, drei und vier. Eine Fledermaus im Haus. Klar. Ein Duddelsack. Ein Dudelsack. Wieso finde ich jetzt keinen Dudelsack? Ein Stoßzahn. Und ein Teppich. Was? Ein Dämon, okay. Spiegel. Teppich. Ja, Stoßzahn. Schirm. Sense. Das ist der Stoßzahn gewesen. Das war der Stab. Und das ist die Sense. Gut. Dann muss ich hier irgendwas machen, um an die Brücke zu kommen. Und hier was noch anderes noch machen, um an den Torfinger zu kommen. Okay. Da bin ich jetzt wohl ein bisschen weitergekommen, wa? Ich hab den Todbringer für das Puzzlestück. Wichtiger Fund. Okay, ordne die Statuen anhand der Geschenke zu, die sie halten. Du kannst eine Statue nur an eine freie Stelle entlang der Gezinsmühle schütteln. Ja. So, die Teammotive entdeuten. Herz und Knochen. Goldene Krone. Ups. Waffen.
Okay. Komisches Gespiel. Und das wäre wahrscheinlich richtig. Ja. Und das dann. Gut. Herz und Knochen. Ups, so rum. Ja. Ja, guck mal, das ist hier. Das ist ein Tier. So. Gut. Jetzt brauche ich nur noch hier zu tauschen und das war's. Und dafür kriege ich einen Herbstdrops. Stimmt, das brauche ich beim Brunnen. Wenn ich mich nicht täusche. So. Dafür kriege ich ein paar bisschen Zeugs. Metallstange und Holzfedern. Und den kann ich immer noch irgendwie hin und her bewegen. Ja, ist alles. Weg. Durch den Lichtschlitz blinkt ein dämmeriges Licht. Hätte ich noch etwas Dünnes, um die Abdeckung aufzuheben. Was Dünnes, um die Abdeckung aufzuheben. Na, guck mal. Der Wasserfluss wird elektronisch gesteuert. Ich muss ihn durch einen Kurzschluss deaktivieren. Blitzel. Höhle. Jetzt bin ich gespannt, was in der Höhle sich befindet. It's the Simpsons camper. How did it get here? And dein my Auto. Car. Among und dozens of others. Dutzend andere Autos. Überall Autos. Eine Höhle voller Autos. Das Wohnmobil des Simons. Mein Auto. Ein Schmetterling. Ich dachte, ich könnte das Holzstück jetzt einfach so mitnehmen. Kann ich auch. Was bist du? Eins der Steine, einer der Steinkreise fehlt. Ja, das will ich gar nicht machen. Mein Auto! Ich könnte nach Hilfe rufen, aber das ist nicht mehr zu reparieren. Okay. Noch mal 2 Stück erlangt. Eine Metallstange. Was haben wir hier drin in dem Hippie-Mobil? Lieber Mama, lieber Papa. Liebe Mama und Papa. Wir haben die Küste endlich erreicht. Heute campen wir in einem alten Naturpark. Es ist unheimlich hier und Mark denkt, dass er schon längere Zeit verlassen ist. Wir schreiben bald wieder. In Liebe, Sharon und Mark. Ohne Adresse. Wäre auch blöd, wenn mit. M und R. Ein Schmetterling, 2 Schmetterlings. 25 von 30. Oder 24 von 30. Okay, ist hier noch was drin? Hier ist noch was drin. Zack. Der Besitzer des Autos muss den Autoschlüssel gehabt haben, vor ewigen Zeiten. Okay. Interessante Idee, aber lass uns was anderes probieren. Ja, danke. Hat so ein bisschen was von. Okay, du bist nicht blöd, aber die Lösung war scheiße. Dafür mache ich den Dummel. Ich benutze etwas Schweres. Ja. Egal. Beweise. Ja, hier kommt zu den. Da. 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 Nee, Quatsch, der kommt ja hier, ja, danke. Zu den. First the bodies, now dozens of abandoned cars. It's starting to make sense. Illusion. So this is how the whole thing works. The ruined and deserted park veils itself with an illusion of prosperity. Sometimes luring in unwitting travelers just passing by. Then the illusion fades, revealing the true darkness underneath. But for the innocents who get trapped here, it's already too late. Like flies caught in a spider's web. Ja. The spider is already on its way. Die Spinne ist bereits auf ihrem Weg. Gut, weiter.
The cars of the dead are dumped deep in a cave. Their bodies are left in the catacombs to rot. There's only one more question then. Why? The only place where you might find the answer is Whitmarsh's mansion. You have no other option but to break inside. Hatte ich vorher. Aber erstmal will ich den hier endlich weg haben. So, komm. Okay. Sie weiß ich, aber ja. Totaltauben, nicht viel älter als Anfang 20. Sie sehen so glücklich aus. The ticket seller. That must be her in the picture. Yep. And in this photo, it's the same person. Where did you find it? Down there, in the dungeon. Okay. Unten im Verlies hat er. Also anscheinend ist der Hippie tot und sie ist die Wache noch. They were engaged. It's as I feared. She's a victim, then. Why would Whitmarsh keep her alive? Wait. I don't remember why, but I must watch. I must watch. If anything happens, I must... Ja, passt auch dazu, was sie dauernd sagt. Ja, guck mal, die Natur und schön und so. A watchman. Evidence. This is referring to her. She had all that stuff from the victim's cars with her. This is the evidence being referenced here. This has to mean Whitmarsh is compelling her. Yeah. He uses her as a watchdog to alert him if anyone enters the park, and to keep an eye on them once they're inside. Yeah. But she still retains some of her memories. She remembered the locket. You could try to bring her back memories. Even the harmful ones may break her hypnosis, which Whitmarsh has no doubt exploited. Yep. Bring ihre Erinnerung zurück. Rocky. Ich muss sowieso jetzt erstmal reizeln. Erstmal, wenn ich zurückkomme. Ah ja, genau. Gut. Da fehlte was. Hier oben ist auch irgendwie was, was doof ist. Hier brauche ich was Schweres. Hier brauche ich einen Schlüssel. Hier ist ein Wimmelbild aufgegangen. Und hier ist eine Schreibmaschine irgendwo. Ja. Ritualkleidung. Ja, ist in Jungfrau ist abgeschlossen. Ich muss die Abdeckung irgendwie öffnen. Okay. Wie kriege ich so geöffnet? Oh, eine Maske. Skelett. Die Kleidung fehlt. Okay. Stiefel. Puppe. Katze. Wo ist hier eine Katze? Ach cool, ist hier. Brecheisen. Okay. Skelett. Ja, danke. Ein Kelch. Oh ja, genau. Ritualkleidung. Ein Trödler an der Ecke kauft ich ein Grammophon. Katze, Potter. Pfote? Da, Pfotenabdruck. Okay. Ein Helm. Da. Steinkreis. Eine Machete und eine Schlange. Da. Eine Schlange. Aufgemalt. Okay. Den Steinkreis nehme ich mit, gehe wieder nach
Zu den Höhlen? Zu den Steinkreisen hier.